Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 21 schon. Wir gucken uns heute Space Haven an mit der wunderschönen Musik hier im Hauptmenü. Ich finde die so toll. Ja, aber wir sind nicht hier, um uns die Musik anzuhören. Wenn die wirklich schön ist. Aber wir wollen ja noch spielen. Deswegen, Spielstandsname, nennen wir ganz billig und einfach. Wir sind ausgewogen, würde ich sagen, oder? Erbauer? Was ist das? Anfangsressourcen ist üppig. Nee, üppig mag ich nicht. Ich will das ganz normal ausgewogen haben. So, das sind unsere Anfangsressourcen, mit denen wir starten. Es ist ein Weltraumspiel, in dem wir Ressourcen sammeln müssen und überleben müssen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt, weil mir gefällt das Spiel sehr. Und ich spiele es jetzt zum allerersten Mal selber. Anwesenheit von Alien ist sehr häufig. Na, das ist ja wunderbar. Egal, los. Die Besatzung. Wen haben wir denn hier? Jamie, Martin Schweißer. Die ist Köchin, der Schweißer, Programmiererin und Arzt hätten wir hier. Arzt finde ich nicht schlecht. Programmierer, Schweißer, könnten wir die überhaupt ändern? Ja gut, wir können würfeln, aber ich finde das gar nicht so schlecht, oder? Schweißer, Programmierer, brauchen wir einen Programmierer? Also so ein bisschen hier gerade wie bei Rimworld, ne? Wenn man die ganzen Sachen hier sieht, die Attributen und so weiter, Teamfähigkeiten ist so, wie es jetzt ist, ne? Warum ist das hier rot, ist jetzt die Frage. Ist das nicht gut? Oh, wir können sogar die Farben ändern, ne? Das ist ja cool eigentlich. Finde ich ziemlich nett, dass man doch so ein bisschen Details machen kann hier vom Team. Muss ich aber gar nicht unbedingt. Da kriege ich das auch wieder weg hier mit der Farbe? Nee. Okay. Mich interessiert eigentlich nur das hier und warum die Steuerung rot ist. Kann das sein, dass es zu wenig ist, ne? Würde ich verschätzen. Steuerung 0, 0. Okay, zwei haben Steuerung 1. Rohstoffabbau haben wir zwei Leute mit 1. Ja, man müsste hier jetzt... Botanik haben wir zumindest sie mit 3. Medizin ist ja sie. Okay, ganz ehrlich, ich nehme die jetzt einfach, wie die hier sind. Dafür, dass wir jetzt einfach nur mal reingucken in einem Angezockt, wird das schon gehen. Du wunderst dich, warum ein Besatzungsmitglied Hunger leidet, obwohl es gerade erst gegessen hat. Der Zustand des Verhungerten lässt sich nicht auf der Stelle beseitigen. Okay, Tipps brauche ich jetzt nicht, nicht in der Art. So, hier ist unser Schiff. Kann ich mal kurz pausieren? Willkommen bei Space Haven. Hallo Weltraumreisender und willkommen bei Space Haven. Folge dem blauen, sich auf die Ziele beziehenden Instruktionen, um dich durch die grundlegenden Schritte des Baus und eines funktionierenden Schiffes führen zu lassen. Okay. Deine Besatzung folgt einem Zeitplan, wobei das Symbol über den Köpfen der Mitglieder dir anzeigt, ob sie momentan arbeiten, schlafen oder sich freie Zeit gönnen. Alle drei dieser Aspekte sind wichtig. Also gestehe deinen Besatzungsmitgliedern ihr eigenes Tempo zu und schon bald wird dein Schiff zum Leben erwachen. Wenn dir anfängliche Ressourcenbestand Probleme bereitet, entscheue nicht davor zurück, ein neues Spiel zu starten. Okay, ja gut. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, hier ist überall Ausrufezeichen, das sieht nicht gut aus. Schiffslager ist voll, kein Ort zum Ausruhen und keine Werkzeuganlage. Hier stehen unsere kleinen Bewohner rum, bereit irgendwas zu tun. Zu kapitulieren, immer gut. Nein, okay. Gucken wir erstmal, was wir jetzt tun sollen. Klicke, um weitere Info zu erhalten. Wie denn? Okay, mehr Info scheint hier nicht zu sein. Jetzt habe ich es weggeklickt auch. So, die machen jetzt hier irgendwas. Baue eine Werkzeuganlage. Gut. Hier. Haben wir die denn? Baumenü Objekte. Okay, wir sehen schon, hier gibt es eine Menge. Hier gibt es weitere Kartenreiter. Huch. Okay, können wir die einmal so durchschalten. Die Werkzeuganlage haben wir hier. Um mit ihnen den Werkzeugsvorrat deiner Besatzung wieder aufzuladen, für jegliche Art von Bauvorgang unverzichtbar. Die Anlage gibt fortwährend Lärm ab und benötigt Betriebsstrom. So, da hätten wir die. Die Werkzeuganlage. Ja, wo bauen wir das Ding jetzt am besten hin? Ich habe noch keinerlei Ahnung, wie man hier am besten baut tatsächlich. Deswegen... Warte mal, wie drehe ich? So, dann würde ich die jetzt einfach mal eben hier hin lagern. Ob das jetzt so richtig ist, werden wir wohl später erfahren. Wie gesagt, erste Mal. So, die wird jetzt hoffentlich gebaut. Da warten wir jetzt kurz. Jamie, Morris, Martin und Megan steht irgendwo in der Ecke rum. Okay, die hat keine Lust.
man kann auch, wenn uns das hier alles zu riesig ist, das können wir tatsächlich auch die GUI oder das Interface halt kleiner schalten. Ich lasse aber mal gerade so. Eigentlich ganz gut. Man sieht hier ganz gut was. Ist für mich und meine blinden Augen eigentlich super. Zumindest gerade sind meine Augen ein bisschen überreizt durch das ganze Gearbeite am PC den ganzen Tag. Können wir auch irgendwie schneller machen? Huch, sorge für ein optimales Gasgemisch. Baue einen Sauerstofferzeuger und einen Gaswäscher. Ja, das können wir gerne machen. Wo mache ich denn schneller und so? Ach, hier. Ah, okay, gut. So, wo haben wir das? Ist die Frage Lebenserhaltung vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Also, der Sauerstofferzeuger, dieses Modul erzeugt Sauerstoff und ist fürs Leben an Bord eines Raumschiffs unerlässlich, wird mit Wasser betrieben. Ich stelle das hier einfach mal irgendwie mittig, würde ich sagen. Huch. Ah, wir können das an- und ausschalten. Das ist schön. Was bist du eigentlich? Kann ich das gucken? Ach, das ist der Stromgenerator. Ne? Das ist ja super. Dann ist ja gut, wenn ich das alles dahin baue, denke ich. Dann stelle ich euch einfach mal hier daneben. Ah, doch hier. Vielleicht bleibe ich mal bei dem Plan, das hier alles ein bisschen konzentriert zu bauen. Der macht einen Abscheider, der CO2, Rauch und giftige Gase aus der Atemluft entfernt und Kohlenstoff produziert. Okay, dann stelle ich das hier direkt so daneben, würde ich sagen. Der Strom, kommt der von alleine so hin? Ich hoffe. Bis jetzt wird zumindest nicht gemeckert. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Vielleicht sagen sie uns auch gleich noch, dass wir irgendwie eine Stromleitung legen müssen. Thermostat gibt es hier noch, Lüftungsöffnung, Hyperraum... Hyperantrieb. Also ihr seht schon, hier gibt es einiges. Shuttle Hangar. Das ist aber das, was wir hier haben, oder? Ja, glaube ich. Und du bist ein Kapselhangar. Förderkapsel, Edna. Ah, hier. Objekte nicht am Stromnetz. Wusste ich's doch. Okay. Wartet mal. Bevor wir jetzt ein Thermostat, würde ich gerne die Sachen hier anschließen. Ich habe schon mal ein Let's Play gesehen, zumindest ein angezockt, aber gut, da habe ich mir jetzt natürlich nicht alles gemerkt, wie das hier funktioniert. Ich würde jetzt gerne hier Strom ziehen, tatsächlich. Aber wie? Moment. Für manche Objekte besteht kein Stromzufuhr, da sie sich außerhalb der Reichweite von Stromknoten befinden. Nein, die sind außerhalb von der Reichweite, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Warte mal. Ja, wie geht denn das? Dass ich muss doch irgendwo hier das rüberziehen können, oder nicht? Oder muss ich da so einen Knotenpunkt jetzt erstmal bauen, weil das alles nicht in der Reichweite? Guck mal, wenn ich mir das angucke, ja tatsächlich nicht, ne? Hm, scheinbar ist das nicht in der Reichweite. Wo gibt's denn diesen Stromknotenpunkt? Hier. Sind das die Dinger? Stromknoten? Der steht, glaube ich, oben. Das ist das große Ding. Wand gibt's auch. Ich hätte gern das, was auch das hier ist. Was seid ihr? Ja, Unterflur. Genau. Und das hätte ich gerne noch... Achso, warte mal. Ah. Okay, aber da hier keins ist, müssen wir da erstmal eins hinbauen. Ich verstehe. Gut, dann bauen wir jetzt so ein Ding. Und zwar so, dass am besten möglichst viel von profitiert. Dahin. Ist das schon gebaut oder muss ich das jetzt trotzdem noch irgendwie hier... Das muss erst noch gebaut werden, ne? So. Dann lassen wir die mal. Wir sollen noch ein Thermostat bauen. Habe ich mir schon gedacht, dass wir gerade erstmal die ganzen Lebenserhaltungssachen bauen werden. Es gibt eins für die Wand, es gibt auch eins. Das ist eigentlich schon eins. Warum soll ich noch eins bauen? Moment. Bau eines der folgenden Objekte. Okay, komischerweise soll ich noch mal eins bauen, obwohl da schon eins ist. Dann würde ich das aber weiter wegbauen. Dann baue ich das hier hinten irgendwo hin. So. Da steht ja schon eins. Was ja auch scheinbar... Da profitiert ja scheinbar schon der ganze Raum von. Oder? Vielleicht auch nicht. So, hier müssen wir jetzt noch koppeln. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Stromnetz. So. Jetzt würde ich nämlich gerne... Ja, wie funktioniert das? Koppelung. Moment. Das da. Ah, so. Und kann ich das... Ah, jetzt habe ich einen schönen Stromkreislauf. Okay. Ja, das finde ich okay so. Jetzt sollten die eigentlich, hoffe ich, funktionieren dann auch. Der ist rot. Warum? Im Leerlauf. In Betrieb steht hier. Hier steht im Leerlauf. Würde aber, glaube ich, funktionieren. Ne? Leerlauf heißt nur, hat, glaube ich, gerade nichts zu tun wahrscheinlich.
Okay, gut, das hätten wir. Stromknoten habe ich schon gemacht. Habe ich doch schon gemacht. Ich habe schon Stromknoten gelegt. Ja, da kommt auch schon das nächste. Bau eines der folgenden Objekte. Lampe und Wandlicht. Die wollen nämlich alle nicht im Dunkeln rumstehen. Seht schon, hier ist zum Beispiel ziemlich duster. Hier funktioniert aber der Strom noch nicht. Okay. Moment. Müsste aber eigentlich drin sein. Warte mal. Verdammt ernsthaft. Das eine Ding hier wieder nicht abgedeckt. Egal. Ist mir gerade erstmal egal. Wir haben hier ein Thermostat. Das kommt, mache ich noch. Wir gucken jetzt erstmal wegen den Lampen. Vielleicht müssen wir da eh noch gleich nochmal was machen. Wir könnten tatsächlich... Nee, das nicht. Wir könnten... Könnten hier so ein Wandding setzen. Nicht das... Warte. Ja, wir können auch später nochmal Sachen abbauen und so. Hauptsache, wir kriegen jetzt irgendwie hier nochmal Strom hin. Dann für die Lampen werden wir es wahrscheinlich auch brauchen. Wo ist denn hier Lampensachen? Bei Lebenserhaltung nicht, ne? Moment, hier sind Lampen. Wir können Wandlichter machen, wie gesagt. Oder wir nehmen die Lampen, die hier irgendwo rumstehen. Hier sieht es aber eigentlich generell ziemlich hell aus, finde ich. Dann die Objekte scheinen schon ein bisschen Licht zu machen, ne? Würde ich hier hinten vielleicht, wo es so duster ist, mal irgendwie Lampen hinsetzen. Dann würde ich mal hier eine machen und hier eine. Vielleicht auch einfach hier nochmal eine hin. Und hier können wir ja einfach mal so ein Ding hinstellen. So. Okay. Jetzt müssen wir halt wieder wegen dem Stromnetz ein bisschen gucken. Das Ding steht jetzt wunderbar. Das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte tatsächlich. Das geht eigentlich noch. So. Haben wir dran. Ich hoffe, der Generator schafft das hier auch alles. Und da sehen wir auch schon. Läuft. Hier, ne? Jetzt, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Das ist nicht erreichbar. Warte mal. Ich kann es tatsächlich umbewegen. Dann machen wir es so. Das ist ja super. Man kann die bewegen. Das ist wunderbar. So. Dann bewegt die mal bitte um. So, dann haben wir die Materialien hoffentlich auch nicht verschwendet. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch erreichbar ist zu dem. So, wir... Nee, ist leider nicht. Immer noch nicht. Na, das gibt's doch nicht. Macht das eigentlich nicht viel Sinn hier. Die doofe Lampe. Ja, hier ist doch auch so ein Ding. Warte mal, dann machen wir es ganz anders. Dann setze ich die jetzt dahin. Hier ist ja genug Strom überall. So, ein bisschen Licht haben wir. Nicht außergewöhnlich viel, aber hey. Also ihr seht, hier ist zum Beispiel noch duster. Die Leute mögen es gar nicht, im Dunkeln zu sein, aber egal. Also, erweitere den Rumpf deines Schiffes, um mehr Raum für Anlagen zu schaffen. Dies kann über das Baumenü erfolgen. Achte darauf, nicht zu viel in kurzer Zeit zu bauen. Ja. So. Dann weiß ich noch nicht ganz genau, wie das jetzt funktioniert. Warte mal, jetzt muss ich doch nochmal ganz genau gucken, glaube ich. Bearbeiten Rumpferweiterung. Hier. So. Rumpferweiterung haben wir hier. Hier gibt es auch Zellenbereiche, Entwurf, Flüchtlingsbereich und Aussehen anpassen. Da können wir hier wahrscheinlich Wände ziehen. Weiß nicht genau. So, ich hätte gerne für meine Crew irgendwie was, wo die quasi schlafen können. Vielleicht ziehen wir da einfach hier dran. So, nicht zu groß, haben sie gesagt, ne? Dann machen wir erstmal vielleicht so. Vielleicht ist das auch schon... Warte mal, wie ist denn das hier? Ist das jetzt eine Ecke? Tatsächlich, so. Okay, dann würde ich das so machen. Wie sage ich jetzt ja? Ist das schon ja? Ich weiß es nicht, ob das jetzt... Ist das jetzt... oh, okay. Da läuft schon. Tatsächlich. Cool, aber ich glaube, wir müssen dann halt wieder Wände ziehen, weil die machen das jetzt, glaube ich, dass sie die Wand auflösen. Bau folgende Objekte. Die Besatzung braucht Betten und Toilette. Genau, das will ich da nämlich reinstellen, tatsächlich. Ja, gut. Dann machen wir hier mal kurz Schnelldurchlauf. Oh, ja, die können sie nicht abreißen. Den Ding will ich aber auch gar nicht. Da soll halt eigentlich Wände und eine Tür halt. Hier, da können wir dann nämlich... Nee, so nicht. Moment, bei Objekte. Hier gibt es Wände. Okay, dann brauchen wir nämlich ganz normale... Was ist denn das hier? Eine X1-Wand wahrscheinlich. Oder? Oder ist es das? Ich weiß es nicht.
So, da kommt eine Tür rein. Eine ganz normale. Hier müssen wir noch kurz warten, da sind sie noch nicht fertig. Dauert ein bisschen. Geht nicht so fix hier scheinbar mit den mit den Räumen. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja auch noch was sehen hier in dem Angezockt. Ich würde natürlich auch gerne noch zeigen, wie man auf ein anderes Raumschiff geht. Also man kann auch, hier sind andere Raumschiffe auch noch in dem ganzen Ding und wir können zu anderen Orten reisen und ja, uns umschauen. Das ist sehr interessant tatsächlich. Ich weiß nicht, warum sich das jetzt hier nicht zusammengetan hat. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, dann hätte ich gerne Betten. Wir haben 4 Leute. Wir könnten tatsächlich Stockbetten machen. Aber ich glaube, ich mag eigentlich lieber Einzelbetten. Ganz schön groß hier, ne? Warte mal, ich mach das mal so. So, und dann kann ich hier noch eins neben die Tür. Warte mal, wie ist die? Die Tür ist hier. So, hier kommt man durch die Tür. Und dann würde ich hier nämlich nochmal eine Wand ziehen und da die Toilette hinstellen. Moment. So. So, und da kommt dann die Toilette. Ach, wir müssen, glaube ich, auch wieder Lampen und so machen. Glaube ich. Oh, jetzt schlafen die alle auf dem Boden. Die Betten sind doch fertig, Leute. Oh, ach nee, die sind wahrscheinlich noch gar nicht fertig. Ist ein bisschen umständlich. Wir sehen das, glaube ich, nicht so ordentlich hier. Dann müssen wir schon mal gucken, hier wegen dem Wandlicht dann. Dann könnten wir hier eine hinmachen. Hier. Und hier. Und dann machen wir noch hier und hier jeweils. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir denn diese Toiletten her? Nee. Bei Nahrung wahrscheinlich eher nicht. Da müssen wir auch noch Küche und so natürlich. Moment. Hier, eine Toilette. Die ist es doch, oder? Ja, die X1-Toilette. So, und da würde ich einfach mal direkt, glaube ich, 2 hinstellen, falls mehrere auf einmal pinkeln müssen. Ist doof, wenn man dann warten muss. Okay, Stock... Ach, ein Stockbett soll ich auch bauen. Ach, verdammt. Oder nicht? Ach nee, eine der von... Oh, eine der... Okay, wir konnten uns, glaube ich, aussuchen, welche Betten und so. Gut. Mit den Lampen müssen wir mal gucken. Könnte sein, dass das Stromnetz nicht reichen wird. Bin ich sehr überzeugt davon, dass es nicht reichen wird. Wo kann ich denn das selber mir anschauen mit dem Stromnetz schon? Warte mal, wenn ich hier raufklicke... Stromnetz... Das ist nicht abgedeckt, auf keinen Fall. Okay. Dann machen wir mal kurz langsamer, bevor wir hier wieder neue Aufgaben kriegen. Dann nehmen wir den Wanddings. Kann das Fenster mal bitte weg? Und dann stellen wir das. Ja, das deckt ab und das hat auch eine Verbindung. Super, machen wir so. Jetzt sollten wir ein Küchenmodul oder eine Algenfarm bauen. Als nächstes dann. Okay. Wo waren das hier gerade mit der... Hier. Küche oder Algenausgabegerät? Ich nehme mal die ordentliche Küche. Algen klingt irgendwie widerlich. Ich weiß nicht. Das könnte wahrscheinlich auch einen eigenen Raum brauchen. Aber wir können es ja erstmal hier hinstellen. Oh, das geht nicht. Wegen der Lampe. Moment. Wir dingsen mal die Lampe weg. Kriege ich mal die Lampe hier? Ich stelle die mal dorthin. Das Stromnetzding würde ich auch eins rüberstellen. So, und dann können wir da, glaube ich, die Küche gut reinstellen. Ja, machen wir das so. Wir können hier auch einen extra Raum draus machen noch. Das ist alles möglich. So, das wird gerade umgestellt. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder koppeln. Und auch hier bitte. Okay, das funktioniert. So. Weiter geht's. Hier ist die Küche. Was ist das? Achso. So. Jetzt brauchen wir einen Wasserreiniger. Ressourcen der Wasserreiniger. Da haben wir den. Transformiert Eis in gereinigtes Wasser. Ja, und Eis müssen wir nämlich auch draußen finden. Ich weiß gar nicht... Also das funktioniert natürlich wieder nicht. Ich stell den mal... Warum stell ich dich denn mal eben hin? Stell dich mal dahin. Wie gesagt, ich bin auch nicht so der Optimierungsmensch, der so gerne guckt, okay, wo sind die wenigsten, ja, wie ist, auf was will ich gerade hinaus? Ja, die wenigsten Laufwege, so. Da, ja, ihr kennt mich. Da habe ich es nicht mit so.
Wir hätten hier einen X1-Tisch oder einen runden Tisch? Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich finde, glaube ich, den runden sogar ein bisschen hübscher. Dann würde ich mal hier eins hinstellen. Wir haben ja nur 4 Leute, also reicht das ja auch so. Ah, die Lampe schon wieder. Verdammt. Okay. Die Lampe. Ja, da muss man drauf achten. Leider funktioniert das immer nicht so, wie ich es gern hätte. Moment, ich stelle die Lampe dahin. Hier brauchst du, glaube ich, auch keine. Dann nochmal einen Stuhl, der dann dahin kommt gleich, wenn wir machen können. Bau auf einem Asteroiden Ressourcen ab. Ja, genau das will ich gerne machen. Genau, darauf freue ich mich schon. So. Ich würde auch das hier gerne nochmal bewegen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die sich da tatsächlich feststellen. Ich glaube, sowas ist tatsächlich möglich. So, deswegen machen wir das so. Okay, auf einem anderen Objekt nicht am Stromnetz. Wie? Wieso sind die denn nicht am Stromnetz? Das kann doch gar nicht sein. Moment. Du da? Ach, tatsächlich, der kommt nicht zur Wand. Oh, nee. Ach, manchmal so ein bisschen ätzend. Müssen wir den tatsächlich noch um 1 rumstellen. Ja, ich mach's noch da. Hier ist, glaube ich, nicht so viel Platz. Naja, gut. Das sind so die kleinen Sachen, auf die man einfach achten muss. Die ich jetzt am Anfang noch nicht so drauf habe. Also, wie mache ich das jetzt? Lege die gewünschte Abbaumenge und sehe dabei zu, wie die Besatzungsmitglieder mit Förderkapseln Ressourcen aus dem Asteroiden abbauen. Hier, ne? So, jetzt haben wir hier mal tatsächlich ein Schiff, wo wir hin könnten. Und wir sollen... Was genau sollen wir holen? Wasser? Wenn du auf Asteroiden Eis abbaust. Okay, wir sollen hier auf so einen, ne? Oder, nee, du bist kein Eis. Du bist Eis. Dann, wie machen wir das? Ja, das machen wir gleich. Ich würde gerne hier die Ressourcen abbauen. Kann ich gleich alle irgendwie markieren? Nee. So, Eis. Ja. Alle, die da sind, hätte ich gerne. Sind das alle? Und nun? Wiederaufbereiter sollen wir jetzt bauen. Also das hat, glaube ich, geklappt, würde ich sagen. Hoffe ich. Gucken mal, ob die... Ja, da gehen sie gerade mit den Kapseln los. Wir können da kurz mal verfolgen, tatsächlich, wie die das machen. Und wir sollen dann einen Wiederaufbereiter natürlich auch noch machen. Wie gesagt, wir müssen an alles denken. An Atemluft, an Strom, an Nahrung, an Wasser. Und da sind sie jetzt dran. Sehr schön. Das sind unsere Leute in den Kapseln, die jetzt die Sachen abbauen. Jamie ist hier geblieben und Martin auch. So, dann werden wir jetzt mal eben erstmal schnell das hier wieder koppeln, damit das auch wieder funktioniert. So, jetzt geht hier auch nichts mehr. Jetzt geht hier alles gut. Der hier hat ein Problem. Okay. Schlechte Planung. Dann brauche ich doch noch einmal tatsächlich Strom. Den ich hier einfach mal an die Wand schmeiße. Und der Wiederaufbereiter. Okay, Moment. Wo haben wir den denn? Da. Wiederaufbereiter. Wandelt Schrott in eine Vielzahl brauchbare Ressourcen um. Wow. Ja, ein bisschen größer das Ding. Macht Lärm, habe ich gerade gelesen auch. Ich stelle das mal dahin. Das ist natürlich nicht so schön, dass das hier so nah dran ist. Da sollte ich vielleicht jetzt wirklich Wände bauen. Ich glaube nämlich, das wird denen nicht gefallen. Ja, das ist auch schlecht. Okay, das passt aber. Oh, die Lampe. Ja, man muss gut vorausplanen hier. So, jetzt haben wir da leider gar keine Lampe mehr drin, ne? Das ist natürlich auch nicht gut. Das ist nicht das, was wir wollen. Eine Tür brauche ich noch. Ja, müssen wir kurz warten mit der Lampe. Ja, hier drinnen brauchen wir aber auch eine Lampe. Das ist natürlich... So geht das nicht, weil dann werden die sich da nicht wohlfühlen ohne. Wo sind denn jetzt hier die Lampen hin? Das gibt's doch nicht. Warum finde ich denn nie etwas hier? Ich hoffe, dass wir die da hinsetzen können. Strom sollte da auch funktionieren. So, können wir jetzt hier gleich die Wand bauen. So, wunderbar. Hier ist irgendwas los. Wartet auf Abschluss.
anderer Bauvorgänge? Oh, rüste deine Besatzungsmitglieder aus. Rüste deinem Direktbefehl unterstehende Besatzungsmitglied mit Waffen aus. Wähle zuerst einen Charakter aus und erstelle ihn deinem Befehl. Moment. Okay, kann ich mal einen hier haben? Direktbefehl, so. Und jetzt so? Warte mal kurz. Ich mach mal kurz Pause. Eine Sache zuvor. Bevor wir hier ein Problem kriegen. So. Und dann können wir sogar hier einen Kreislauf draus machen. Okay. Jetzt wieder gut. Okay. Das betreffende Lager. Hier? Ich weiß nicht, wo es Waffen gibt, ehrlich gesagt. Moment. Soll das betreffende Lager leer sein, sich auf dem Schiff aber weitere Lagerräume befinden, dann überprüfe diese, bis du einen findest, in dem Waffen aufbewahrt werden. Moment. Hier kann ich auf jeden Fall irgendwas nehmen. Mal gucken, was wir jetzt nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Waffen sind. Doch, ne? Ich glaube, der hat jetzt Waffen genommen. Und nun? Lass ihn diesen interagieren, um den Inventarbildschirm aufzurufen. Rüste den Charakter dann mit einer Waffe aus. Ach so, ist gar nicht ausgerüstet. Jetzt sehe ich jetzt erst am. Moment. Nochmal kurz her. Okay, das ist ein bisschen komisch gemacht. Jetzt sehe ich das Inventar hier, ne? Und jetzt nehme ich hier eine und gebe ihm die als Primärwaffe. Okay, ich verstehe. Okay, gut. Dann ist der jetzt ausgerüstet. Soll ich das bei allen machen, ist jetzt die Frage. Ich mach mal einfach. Kann ja nicht schaden, wenn jeder eine Waffe hat. Zumindest so viele wie geht. Ein bisschen schneller hier. So, sind ja auch genug da scheinbar. So, wo sind die anderen? Der hat auch keine Waffe. Oh, nein. So. Ah, Mann. Moment. Tut mir leid. Ein bisschen komisch gemacht alles. Mit dem Direktbefehl. Ich weiß gar nicht. Ich achte jetzt gerade nicht drauf, wie ihr seht, wer überhaupt was braucht. Also welche Waffe am besten geeignet ist. Ist mir jetzt gerade mal ein bisschen egal. So, jetzt schlafen sie leider. Jetzt muss ich mal leider einen Schnelldurchlauf machen, dass sie wieder aufwachen. Ich würde wirklich gerne noch aufs andere Schiff hier. Das wäre echt gut. Oh, und da kommt gerade ein Schiff, ne? Deswegen muss ich mich ausrüsten wahrscheinlich, weil da gerade ein Schiff tatsächlich kommt, was uns angreifen will. Oh je. Na, dann macht mal hier ein bisschen schneller, bitte. So. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Stand da gerade, ne? Die Nachricht, dass ein Schiff sich nähert. Aber sehen tue ich hier nichts näher. Also wir können ja auch hier hin. Wir sollen jetzt ein verlassenes Schiff uns angucken. Gut, dann alle direkt Buffet. Alle, ich glaube, hier rein, ne? Raumanzug anlegen mal. Gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Könnt ihr auch nochmal lesen. Kann ich das hier schieben? Ja, wunderbar. So, dann rein. So, Shuttle ist, glaube ich, startklar. Und dann, ja, dahin irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier auch ordentlich anlegt. Wege Shuttle manuell drücke, andocken. Ah, okay. Wenn wir da sind, können wir andocken drücken. Und dann wird das automatisch da andocken. Okay. So, wo bleibt's? Das ist ziemlich cool. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann auch aufhören, weil ich sehe auch gerade schon, dass wir schon ziemlich weit sind. Ja. Hä, kann ich nicht? Ja, Druckschleuse oder ein Andock auf dem Rumpf des Schiffes anwählst. Docke das Schiff. Was? Na doch, er macht's ja. So, jetzt würde ich gern die Leute aussteigen lassen. Ja. So, jetzt haben wir es ausgewählt. Und nu? Wie kriege ich die Leute da raus? Nein! Komm wieder her! Sag mal. Nee, 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 bleib hier. Hopp, hopp. Wieder daran. Ich weiß nicht, wie ich die Leute rauskriege. Ich habe ja nur das Schiff hier gerade. Warte mal. Nee, da war es ja nicht. Inventar? Nö. Ach so, vielleicht. Oh Gott. Hallo? Was macht denn dieses Schiff hier?
Ich weiß nicht, was es hier gerade soll, tatsächlich. Irgendwie will es gerade einfach nicht. Also wir haben schon gesehen, da ist ein Alien-Viech, aber... Oh, jetzt ist doch mal gut hier. Entschuldigung, es ist gerade ein bisschen blöd gemacht. So, kannst du jetzt bitte nochmal daran? Ja, wunderbar. Ach, hier! Oh Gott. Okay, muss man erstmal finden, tatsächlich. So, jetzt müssen wir nur mal kurz die Pause-Taste drücken. Warte mal, steigt die dann auch aus? So, wir haben ja gesehen, da ist gleich ein Viech. So, unsere Leute sind alle hier und bewaffnet. Wir können jetzt nämlich, wenn wir alle Viecher hier in Ding besiegen, kriegen wir nämlich das Schiff quasi frei. Also es gehört an uns und wir können hier alles abbauen. Oh Gott. Okay. Das ist nicht so geil. Wir lassen die mal kurz kommen. So, Moment. Ich weiß nicht genau, wie ich denen jetzt sage, dass sie schießen sollen. So, okay, die schießen von selbst. Ich muss die nur irgendwo hinstellen, ne? Scheinbar. Okay. Na komm, na komm. Ich gehe da nicht hin. Gut. Dann mal alle da rein und den nächsten abballern. Bis jetzt geht's uns gut. Kein größeres Problem hier. Wir müssen aufpassen, denn wir verlieren die ganze Zeit Sauerstoff, während wir hier rumrennen. Aber wir können auch Sachen finden. Wir können tatsächlich Crewmitglieder auf anderen Schiffen finden oder auch andere nützliche Dinge als nur Ressourcen. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was hier unsere Oxygen-Leiste ist tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es die gelbe ist oder die blaue. Ich würde gern mal kurz hier auffüllen lassen. Oh. Ich will ja nicht, dass die uns hier alle gleich weg ersticken. So, geht mal erstmal dahin, Leute. Na gut, das macht er jetzt noch. Ui, da hat es einen erwischt, ne? Ah, Moment. Wie hole ich denn den? Moment. Hier, bitte heb den mal auf. Hallo? Irgendjemand soll den da hinten aufheben. Aufheben? Warte mal, wir probieren mal so. Okay, die hat den aufgehoben, scheinbar. Dann bringen den mal hierher. Gucken wir mal, ob die den jetzt ins Lager packt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt umgefallen ist wegen dem Viech oder weil vielleicht Sauerstoff fehlte. Bin mir da nicht sicher. So, wer ist jetzt noch da? Die beiden. Die anderen zwei sind hier drin. Janine, ja. Dann macht ihr mal noch kurz hier den Rest des Schiffes klar. Ich hoffe, der verreckt da nicht. Hier haben wir irgendwas, oder? Nee. Okay, schneller. Okay, wir haben's. Schiff wurde komplett erforscht. Okay, dann können wir wieder zurück tatsächlich. Wunderbar. Alle bitte wieder an Bord. Begegnungsgüter verfügbar. Ja, sehr gut. Und wir sollen einen Höhenstabilisierer bauen. Schiff ist in Sektor eingetreten. Okay, und irgendein Schiff hat uns jetzt erreicht. Das hier. Ich weiß nicht, ob uns das gerade gut oder böse gesonnen ist. Da müssten wir jetzt mit dem kommunizieren von unserer Kommandobrücke aus, glaube ich. Die wir aber, glaube ich, gar nicht besitzen. So, dann nehme ich jetzt mal den Direktbefehl hier raus. Da müsste der jetzt eigentlich nach Hause gehen und unsere Leute zurückbringen. Ja, Leute, das ist Space Haven. Man sucht Ressourcen auf Asteroiden, man kann andere Schiffe ausnehmen, man kann auch, man wird mit Weltraumpiraten konfrontiert, aber auch mit anderen Leuten, mit denen man handeln kann und so weiter. Man vergrößert sein Schiff und. Also man kann da eine ganze Menge machen. Stimmt, wir haben noch gar keine Kommandobrücke tatsächlich und kein Kommunikationstool. Das fehlt uns noch. Na gut, also hier ist noch eine ganze Menge. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Sagt auch gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Und ansonsten bis morgen zu Türchen Nummer 22. Bye, bye.